Luzerner Cordon Bleu mit Sprienzhörn. Hallo zusammen, heute ist Zeit für das Monats Cordon Bleu. Wir gehen in den Kanton Luzern. Die Luzerner sind bekannt für ihre Hügelibastete, darum machen wir ein Brät Cordon Bleu. Für das nehme ich 200 Gramm Kalbs- oder Fleischkäsebrät, lege ein bisschen Klarsichtfolie auf eine Arbeitsfläche und streiche es ein mit Wasser einstreichen, dass es dann besser löst. Dann nehme ich das Brät mit feuchten Händen und drücke es darauf schön flach drücken. Dann nehmen wir 3 Scheiben Rohässpeck, auf die Seite, die weiter weg von uns ist, legen. Dann haben wir 40 Gramm geriebene Sprienz und dann auch schön drauf verteilen. Also nicht gerieben, sondern grob gerieben. Mit der Röstiraffel. Und dann das Ganze nachher nochmal mit 3 Scheiben Speck, Ruhespeck belecken. Dann schieben wir so auf die Seite ein kleines, dass wir hier eine kleine Schnittstelle haben, die wir nachher andrücken können. Dann können wir mit Hilfe von unserer Folie schön überlappen, vorsichtig abziehen und dann die Ränder schön verschließen. Dann machen wir ein bisschen Paniermehl bereit und dann ist gerade von der Folie weg ins Paniermehl reinlegen. Vorsichtig dran nehmen, dann noch ein bisschen Paniermehl drüber streuen und schön andrücken. Das gibt jetzt ein anständiges Möckli. Für die, die zu viel ist, können natürlich auch ein bisschen kleinere Portionen machen und das Ganze nachher halbieren. Für das Sprienzhörnli nehmen wir 80 Gramm Hörnli und dann die im Salzwasser nach Packungsanleitung kochen. Dann machen wir noch 1 Ei bereit und 50 Gramm grob geraffelte Sprienz. Brauchen wir noch ein bisschen Öl und Butter zum Anbraten nachher. Gewürz kann man Salz und Pfeffer nehmen. Ich nehme jetzt Schiesspulver vom Bünzli-Gewürz. Dann erhitzen wir wenig Öl und ein bisschen Butter in einer Bratpfanne und braten unsere Hörnchen drinnen schön an, bei mittlerer Stufe schön langsam. In einer anderen Pfanne haben wir auch ein bisschen Öl und schön Butter erhitzen. Dann unser Cordon Bleu rein und dann ist pro Seite etwa 6-7 Minuten schön langsam braten. Die Hörnchen schön ein bisschen Farbe angenommen haben, dann müssen wir sie noch würzen. Wie gesagt, das könnt ihr mit Salz oder Pfeffer oder so wie nicht. Mit einem feinen Schiesspulver vom Bünzli-Gewürz machen. Dann nehmen wir den Käse und Ei dazu. Dann alles gut verrühren, bis der Sprienz schön verlaufen ist. Und fertig ist unser Luzerner Cordon Bleu mit Sprienzhörnli. Übrigens, ich hatte auch schon Kommentare gehabt, das ist schön braunbraten, da ist nichts Schwarzes dran, ich esse es schliesslich selber auch. Ein Cordon Bleu darf ein bisschen Farbe annehmen, ist kein Wiener Schnitzel. Ich wünsche einen guten zusammen.